Guten Morgen. Es ist jetzt, Moment, 8 Uhr an einem Samstag und bin gestanden und habe gedacht, ich nehme euch einfach mal mit an einem relativ typischen Samstag, wie er bei uns läuft. So, die Hunde sind schon da an der Tür, die wollen jetzt was saufen. Viel Spaß. So, da ich am Samstag nie Lust habe, richtig Gassi zu gehen am Morgen, weil ich da eher noch was anderes zu tun habe, gehen wir morgens immer in den Garten. Natürlich gehen wir nachher noch richtig Gassi, aber der erste Gassigang ist samstags und sonntags immer im Garten. Und es ist kalt und ich bin nur im T-Shirt und ich möchte gleich wieder rein. So, nun habe ich meine ganzen Sachen zusammengestellt und werde nun das ganze Haus von Staub befreien. So sieht übrigens Leos Reich aus. Sehr chaotisch, wie ich finde, besonders hier. Weil ich tue mal alle Sachen darauf und er packt sie dann nie weg. Naja, egal. Muss er ja wissen. So, jetzt bin ich gerade draußen. Ja, ich habe alles geputzt, außer oben die, also mein Arbeitszimmer und das Schlafzimmer, weil ich wollte Leo nicht so gerne stören. Er schläft ja mal lieber ein bisschen länger. Und ja, jetzt suche ich gerade alles zusammen. Wo auch immer. Da Heu, hier gleich Streu. Und dann geht's los mit den Kaninchen sauber machen. So, der Stall ist sauber. Die Karotten können sie noch behalten, die sind von gestern. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, weil ich zwei Sorgenfälle hier hatte. Einmal Creamy, die irgendwie gar nicht in die Gänge kam. Ich weiß auch nicht warum. Aber jetzt geht's hier wieder soweit gut. Sie hat sich schon geputzt. Ich denke mal, die war einfach noch müde. Und einmal Sternchen. Da war doch eben eine Nase. Naja. Einmal Sternchen, die ein komplett zues Auge hat. Da habe ich eben nochmal beim Tierarzt angerufen. Sie sagt, ich soll mir homöopathische Augentropfen holen und es ein bisschen mit warmem Wasser wegmachen, das Auge aufmachen und das da rein tun. Ja, müssen wir mal gucken. Muss ich nachher mal besorgen. Und wenn das Montag nicht weg ist, muss ich halt zum Tierarzt. So, der Stall ist auch wieder sauber, obwohl hier war es sowieso die ganze Zeit sauber. Ja, jetzt ist es hier ein bisschen dreckig. Aber es ist ein Heu. Die Hütte musste ich nur sauber machen und da ist Carlo. Der immer wenn ich komme, in diese Ecke verschwindet. Oder in diese Ecke da. Ja. So, und wer mir dann bei Instagram nicht folgt, das hier ist Wuschel. Den habe ich aus einer Bucht befreit von Menschen, die es einfach nicht besser wussten. Der ist momentan ja auch in einer 2 Meter mal 50, 60 ungefähr. Ja. Er lebte jetzt ein halbes Jahr alleine, wurde wohl nur mit Trockenfutter und vielleicht ein paar Möhren gefüttert. Jetzt momentan lebt er halt hier drinnen. Am Mittwoch jetzt ist die Kastration. Ja. Also von ihm und von Carlo, weil Carlos Kastration haben wir dann so verschoben, dass es mit seiner zusammenpasst. Und er ist einfach ein ganz süßer, der aber total schüchtern ist. Die sagen so, ja, der ist total zahm, blablabla. Nein, ist er nicht. Aber das ist ja auch typisch für Kaninchen, dass sie nicht wirklich zahm sind. Also die meisten zumindest. Ja. So, es ist 10:45 Uhr. Ich habe jetzt fertig geputzt. Und jetzt frühstücken wir Brötchen. Schnell. Und dann geht's weiter. So, Grace ruft sich noch kurz aus. Wir wollen jetzt gleich nach Mediamarkt. Wir verbinden halt ganz gerne die Gassigänge mit unserem normalen Alltag. Und da wir heute nach Mediamarkt wollen und die Hunde da ja mit rein können, haben wir so gedacht, können wir die ruhig mitnehmen. Ja. So, wir sind zurück. Wir waren heute noch beim Futterhaus. Da habe ich noch ein bisschen Chinchilla-Sand geholt für die Mäuse, Mehlwürmer und einmal für die Fresschen beim Quietschi.
Mal gucken, ob die damit spielen. Und die heute noch was für sind. Eine Kamera habe ich auch. Allerdings haben wir die jetzt im Internet bestellt. Ja, war die günstiger. Um ungefähr 50 Euro. Ja, da kann ich ja mal Auspackvideo drüber machen. Und das ist übrigens auch nochmal das. Und Samstag immer das Waschmaschine und Trockner dabei. Immer. Immer, immer. Und sonntags die letzte. Ja. Und die Hunde sind jetzt kaputt, ne? Ja, sind kaputt. Hi. So, jetzt wollen wir einkaufen, den Wocheneinkauf. So, wir sind wieder da von dem Wocheneinkauf. Und ich habe jetzt einmal Petersilie. Werde ich jetzt mal den Tierchen geben. Und das werde ich jetzt mal den Frettchen geben. Es ist inzwischen 2:30 ungefähr. Und ja, ich werde gleich nochmal nach Rossmann fahren und meinen Gutschein einlösen. Ja. Es wurde eben akribisch begutachtet, aber irgendwie als sehr schlecht empfunden. Mal schauen, ob sich das die Tage noch ändert. Aber ich glaube eher weniger. Die sind sehr desinteressiert. Naja. Das ist unsere Stadt. Und ich bin nicht da. Wir machen noch einen Schlenker zur Apotheke. Hier muss ich ja was für das Kaninchen rausholen. Und dann vielleicht noch Schumar kaufen. Kleines Status-Update. Ich bin extra hingefahren wegen der Notfallapotheke. Also weil diese Apotheke noch bis 18 Uhr geöffnet hat. Und was ist? Ich komme zu den Kaninchen, hab diese Pipette schon für die Augen. Und das Auge ist wieder komplett offen. Gut fürs Kaninchen, blöd für mich, weil ich extra jetzt losgefahren bin. Aber besser als wenn es krank wäre, ne? Ich zeige euch jetzt mal meine Ausbeute. Einmal kam mir das hier. Oh, jetzt habe ich den Herd angemacht. Kolbenhirse. Dann einmal für den Notfall Hip Karottenbrei. Dann habe ich einmal für heute Abend wegen Lasagne, hatte ich vergessen, für meinen Großeinkauf einzukaufen. Dann habe ich einmal, ich hatte nämlich einen 20 Euro Rossmann-Gutschein. Also das habe ich von Marktkauf geholt. Die anderen beiden Sachen habe ich von Rossmann. So, genau wie das hier, Kichererbsen, Aufstrich. Ich morgen mal probieren. Oh nee. Dann von Marktkauf auch noch schnell geholt Sojamilch, weil Leo trinkt nur Sojamilch. Und da, wenn ich mal nach Aldi komme, habe ich mal die mitgenommen. Und dann habe ich von New Yorker noch einen Pullover mit Friday Love. Einfach ein schwarzer Pullover halt. Und dann sind hier nur noch Rossmann-Sachen drin. Einmal so rum. Domol Vorwaschspray, weil ich habe eine weiße Hose, die ich unbedingt mal waschen möchte jetzt langsam. Weil da gehen die Flecken nicht mehr raus. Und das denke ich mal ganz gut. Mal schauen. Dann habe ich einmal für die Kunde Winston eine Leckerli, einfach so Leckereien. Einmal für die Kaninchen, Meerschweinchen und so. Habe ich Sonnenblumenkerne. Dann einmal Leinsaat. Einmal Goldschirr. Und weil meiner schon uralt ist, habe ich mir mal einen neuen Mascara geholt von ich weiß gerade nicht mehr. Essence, genau. Ich nehme eigentlich nur Sachen von Essence und Revival the Look. Und weil ich Durst hatte, habe ich mir noch einen davon geholt. Und jetzt dachte ich, ich habe den Gutschein jetzt aufgebraucht und was ist? Ich habe ihn immer noch und darauf sind jetzt gerade mal 2 Euro irgendwas. Oder 1 Euro irgendwas sogar nur. Ja, super. Und dafür habe ich jetzt so einen blöden Schein. Naja, gut. Irgendwann fahre ich sicherlich nochmal hin. Und jetzt mache ich die Meerschweinchen.
jetzt habe ich die Meerschweinchen auch fertig und jetzt werde ich noch ein bisschen aufräumen gehen, weil über den Tag läuft lang, ist immer ganz viel Chaos noch wieder entstanden und den werde ich jetzt beseitigen gehen und dann mache ich Essen. So, die Küche sieht aus wie ein Saustall. Ich kann nichts da reintun, weil die gerade anläuft. Ja, ich habe jetzt ein halbe Auflaufform mit Lasagne gemacht. Mal schauen, ob das reicht. Mal schauen, ob es schmeckt. Darum habe ich nur so wenig gemacht. Das heißt wenig. Also mir reicht auf jeden Fall ein kleines Stück und ihr kocht halt den Rest. Wenn ihr Hunger habt, soll ihr was anderes essen. Das läuft gerade warm. Und dann tue ich das gleich rein und ich räume hier noch, soweit es geht, auf. Alles öffne die Spüle und wegschmeißen. Und dann mache ich endlich mal Pause. Denn ich bin heute wirklich den ganzen Tag nur... Ich habe keine Pause heute gehabt, außer beim Frühstück. Na. So, jetzt ist die Lasagne fertig. Während ich noch bei Bodybuildern und Paraden Läutern bin, irgendwie beschäftigt sich Tobi bereits mit der oberen Linie. Bisschen matschig geworden, wenn man die auf den Teller tut, aber egal. Ist auf jeden Fall sehr gut. Und ich gucke Hund, Katze, Maus. So, es ist jetzt 8:45. Ich spreche jetzt einfach mal durch die Schwingen. Es ist jetzt 8:45. Ich will jetzt die Küche machen. Dann will ich diesen Vlog hier schneiden, vielleicht, mal schauen. Und dann gehe ich auch schon wieder schlafen, fast um 10, 11, weil ich morgen früh Rettungshundetraining habe und nachmittags Mantrailing. Und ja, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen und anderes kennt ihr ja schon und ja, keine Ahnung. Tschüss.